Moin Freunde, wie versprochen geht's heute wieder los. Vollgepackt mit tollen Sachen. Wir werden gerade zum Angelspot gefahren. Mal gucken, was heute so geht. Wir haben Köderfische dabei, wollen noch ein paar frische besorgen. Und wir melden uns gleich am Wasser wieder. Haut rein. Ja Freunde, und damit erstmal herzlich willkommen zur neuen Folge. Wie versprochen haben wir ja gesagt, dass wir heute noch mal losziehen wollen oder die nächsten Tage zumindest nutzen wollen, weil in 6 Tagen ist schon Zeit. Und bis dahin will Tim auf jeden Fall noch einen schönen Fisch erwischen. Ich habe schon einen schönen Fisch erwischt, aber kann die Zeit ja dennoch nutzen, vielleicht noch etwas Größeres zu kriegen oder vielleicht eine schöne Hechtdame mal zu erwischen. Wir versuchen es heute mal an einem See, an einem sehr flachen See. Ich bin mal gespannt, was da geht. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert hier auf Raubfisch, aber habe schon von Hören und Sagen schon ein bisschen was mitbekommen, dass hier auf jeden Fall auch große Hechtdamen drin sein sollen. Deshalb, lass uns keine Zeit verlieren, ab zum Angelplatz und aufbauen. Ja, wir haben uns hier jetzt eine Stelle rausgesucht. Der Wind kommt aus dieser Richtung, deswegen haben wir uns diese Nische hier rausgesucht. Da stellen wir jetzt ein kleines Zelt auf, einen Schirm dagegen, dann können wir den ganzen See überblicken und haben trotzdem genug Windschutz, auch für die Kameraaufnahmen. Ein Kollege von mir wird sich wahrscheinlich hier an diesen Tümpel erinnern, der war mit mir hier dieses Jahr schon. Haben wir eine Karpfen-Session hier durchgestanden, die ganze Nacht, aber hat sich leider nichts getan, bis auf ein paar Piepser bei ihm. Aber ich denke dennoch, dass dieser See großes Potenzial hat und jetzt bauen wir auf und dann geht's los. Action! Yes, endlich wieder am Wasser, Freunde. Oh, ich habe richtig Bock, richtig motiviert. Hoffentlich können wir hier aus dem See ein bisschen was ziehen. Heute sind leider Orkanböen gemeldet. Wir haben unser Camp zwar schon fast errichtet, aber ich denke, dass wir eigentlich ganz gut geschützt da sind. Jetzt gehen wir gleich zu den Montagen über. Die werden genauso aussehen wie gestern. Die bringe ich dann aus, dann nehme ich euch noch bald mit. Und dann sehen wir uns bei den ersten Bissen wieder. Ja, es passiert wieder. Sören hoch 2. Die Köderfische im Auto vergessen und das Auto ist weg. Ich bin begeistert. Hell auch begeistert. Ja, die Angeln sind aufgebaut, aber wir haben keine Köderfische. Nun kam mir natürlich wieder eine geistreiche Idee. Ich habe kurzerhand meinen Kescher genommen und habe da vorne im Schlot versucht, ein paar Köderfische zu holen. Bin dann mit dem Netz hängen geblieben. Der Kescher ist jetzt auch zerstört. Geflügelhackbällchen, wollen wir die dran machen? Geflügelhackbällchen, keine schlechte Idee, das ist ein Köder. Nee, Quatsch, ich probiere jetzt, also nee, war kein Quatsch, ist wirklich alles passiert. Ich probiere jetzt die Angel hier, eine schöne stabile Hechtrute, baue ich mir jetzt als Stippe um, dann versuche ich uns ein paar Köderfische zu regeln. In der Zwischenzeit kommt eine Freundin von uns vorbei und die will uns die Köderfische noch bringen, aber das dauert ein bisschen, weil sie erst den Freund zur Arbeit fahren muss. Ja. Ganz schöne Tortur bis jetzt, ne? Aber wir werden schon noch was ans Band zaubern. Ich gehe jetzt erstmal los und versuche ein paar Köderfische zu holen und ihr kommt mit. Wir müssen in der Zwischenzeit Kekse. Kekse. Was sind das für welche? Butterkekse, Mann. Buttertaler. Buttertaler. Buttercreme. Buttercreme. Dieses Pferd war Diabetiker. Ich sitze auf so einem Lotz hier. Boah, die sehen echt gut aus, Mann. Ich glaube, ich nehme mal einen mit. Wo ist er denn? Viel zu tief. Ja, warum? So gehört ein Stuhl auch nicht aufgestellt, wa? Der Stuhl gehört nirgendwo hingestellt eigentlich, ganz ehrlich. So. Jetzt stehen wir vor dem Problem. Wenig Zeit, keine Köder und keine Utensilien für Stippen. Jetzt. Und ich denke, warum kriege ich die Fische da nicht raus? Guck mal, wie klein die Köder sind. Ich habe es jetzt rausgefunden, 18er Haken, eine Made, quer aufspießen und dann funktioniert es. So, Tim ist versorgt mit Fisch. Ich habe meine Köder zusammengekriegt. Jetzt geht's zu den Montagen und dann versuchen wir ein Hecht hier aus dem See zu ziehen. Hoffentlich klappt das. Wünsch uns Glück. So, wieder eine Ladung. Ich glaube, ich nehme euch mal kurz mit, weil das macht gerade echt Spaß. Und ist echt lustig, weil das Gewässer ist höchstens 10 oder 5 cm tief. Also geht gut ab. So, hinter mir könnt ihr sehen, dass ich meine Routen jetzt gerade ausgebracht habe. Montagen sind alle fertig. Tim hat seine Routen auch schon draußen. Jetzt gehen wir noch mal gemeinsam zu dem Köderfischspot und dann holen wir uns noch ein paar schöne Fische für die restlichen Tage vor der Schonzeit. Vielleicht kriegen wir noch eine schöne Hechtdame zu Gesicht.
muss sie sein. So, Montage ziemlich einfach. Kleine Pose, kleines Blei, eine Made, 18er Haken ab. Solange der Schlot oder der Graben, in dem ihr euch befindet, einen Zulauf hat, dann müsst ihr keine Angst haben, dass er nur 10 cm tief ist. Dann befinden sich die Fische trotzdem in den tiefen Gumpen, dann sagen wir, die 20 cm tief sind. Resultate, noch ein paar schöne Köderfische. Ja, Freunde, eigentlich würden wir gerne noch länger bleiben, aber es ist echt stürmisch. Wir haben heute eigentlich auch nur einen Kurzansitz geplant. Leider hat sich jetzt kein Räuber gezeigt, aber wir wollen morgen früh auch noch mal los. Da ist Tim Ullisch seinen Geburtstag, da wollen wir wohl hoffen, dass er da auch noch einen Zander fängt. Deshalb packen wir jetzt schnell ein und dann sehen wir uns morgen früh wieder bei Tag 2. So, Freunde, wir sind vom Angeln wieder da, kurz eine Pfanne gestellt. Wir gehen ja morgen auf Zander. Was gibt's heute Abend für uns zu essen? Lecke Zander mit Reis, à la Günni, vom Westen. Neuer Platz, neues Glück, liebe Freunde. Wir haben uns hier an eine alte Brücke rangesetzt, in der echt eine gute Strömung herrscht, zumindest an den Strömungskanten. Das zeige ich euch jetzt gleich einmal. Da will ich auf jeden Fall einen schönen Zanderköder präsentieren. Heute haben wir mal Zandermontagen mit, heute geht es mal nicht auf die großen Hechte. Und ja, hoffen wir einfach mal, dass was ans Band kommt. Genau hier unten bei dem Pfeiler, bei der starken Strömung, da will ich Köderfisch runterlassen. Da drüben. So, Freunde, heute wie gesagt auf Zander. Die Montage bleibt fast dieselbe, auch ein Bierenblei als Laufmontage. Dann habe ich da drauf ein 80 cm Vorfach, 040er, monophile Schnur, schön unsichtig und einen ganz kleinen Köderfisch, ungefähr 7 cm Länge, so groß wie ein Zeigefinger. Der kommt jetzt hier an die Strömungskante und dann gucken wir mal, ob da einer einsteigt. So. Noch mal ein bisschen begradigen. Ich kann auch eine Schlaufe ziehen, aber mit dem steifen Material ist es jetzt nicht so einfach. So, und das geht ganz einfach runter. Schön tief. Ja, locker 3 Meter. So. Vorne kommt auf. Das war's schon. Jetzt rüber in die Kante, wie ich gerade gesagt habe. Fertig. So, 3 Routen sind drin. Tim ist noch beim Aufbauen. Moin, Jungs. Ja, die Strömung ist echt heftig, Leute. Weil die Schleusen da hinten auf sind, ich zeige euch das mal. Da hinter Tim. Da. Die ist komplett geöffnet. Jetzt haben wir den übelsten Durchzug. Aber egal, vielleicht lockt die Zander das ja an. Da ist das Geburtstagskind. Mit seinem neuen Geschenk. Eine Warthose. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday to you. Dann gehen wir auch gleich mal mit. Halte Himo fest. Ja, unsere Ufer sind nicht so gut beschaffen. Hier, der rutscht da rein. Bist du schon auf dem Grund? Nee? Ja, Mann, da. Kommst du nicht auf den Grund? Nee. Was? So tief? Ja, und?
schaffst du? Ja, Mann. Viel zu tief, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, Alter. Natürlich. Der ist so tief, wa? 1,80 Meter. Wolltest arbeiten, oder? Nee, angeln. So sieht ein Neuzeitangler aus. Weiß ich wohl, Junge, sieht gut aus. Wo sind die Pfützen? Da hinten. Ich kann mich an den Schlot legen. So, ob die Zahlen heute Bock haben, ist eine ganz andere Frage. Da wir gestern übelsten Wärmeeinbruch haben, heute schon wieder übelste Kälte, ist der Luftdruck wahrscheinlich gefallen und gesunken. Da stehen die Zander gar nicht drauf. Pass auf, da müsste irgendwo eine Kante sein, Mann. Egal, von da ist doch schon mal geil. Ey, mach keinen Scheiß, Junge. Press gut, ne? Ja. Ja, muss Beine pumpen. Ja. Alter, fall nicht. Ohne Ende. Hä? Stöcker ohne Ende. Fall nicht hin, Junge. Du willst auch noch weiter rein, ne? Ja, natürlich. Ja. Ey, ich glaube, jetzt würde ich Feier machen. Schon eine geile Sache. So, das Geburtstagskind hatte seinen ersten Fischkontakt. Wir haben es zwar mitgekriegt, aber er hat sich dann überhaupt nicht mehr bewegt. Dann hat Tim jetzt gerade nach 10 Minuten angeschlagen, hat den Fisch gespürt und ist dann irgendwie abgerissen. Wie auch immer, weil da ist ein Einzelhaken und ein Drillingshaken dran. Der Köderfisch war höchstens fingergroß. Kein Plan. Aber naja, wenigstens Kontakt, wa? So, jo, weiter geht's. Wie ist es gelaufen? Ah, nicht gut, Junge. Nee? Nicht gut. Nicht ein Zupfer oder was? Die Lachse sind weitergewandert. Oh, die Lachse sind weitergewandert. Richtung stromaufwärts. Ja, was sollen wir sagen, Leute? Irgendwie will nichts beißen. Alles ist still. Wir haben selbst gerade noch mal mit Mate ein bisschen probiert, aber selbst die Fische sind nicht zu finden. Ja, Tim hatte ja den einen Biss, Mann, stimmt, habe ich schon wieder fast verdrängt. Hatte einen richtig schönen Biss, aber den konnten wir leider nicht landen. Er hat den Fisch sogar noch gespürt, hat ihn kurz an der Leine. Dann ist er leider abgezogen. Ja, bis weiterhin hat sich nichts geblickt. Wir bleiben noch ein bisschen, machen noch ein bisschen weiter und wenn nichts geht, dann ist das so. Ja, Tim ist schon wieder am Zusammenpacken, nützt nichts. Das Geburtstagskind hat heute noch ein bisschen was vor. Torben leistet mir noch ein bisschen Unterstützung. Ja, nerven, ne? Bündi ist da hinten noch am Start, ein bisschen abfischen, gucken, ob da noch was geht, aber im Moment sieht echt schlecht aus. Also bei meinen Routen hat sich wirklich noch nichts getan. Naja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, so wie immer, Leute. So kann das Wetter den Fischen aufs Gemüt schlagen. Gestern hatten wir noch Eiseskälte, danach Hitze. Heute hatten wir wieder Eiseskälte, jetzt kommt schon wieder Hitze. Da stehen die Zander und so gar nicht drauf. Ich denke mal, deshalb bleiben die Bisse auch aus. Dafür habt ihr ein bisschen was von uns gesehen. Wir sind ja auch immer die großen Tollpatschen, habt ihr immer was zu lachen. Ja, die Tage wird es auf jeden Fall weitergehen. Leider konnten wir nichts an Tim seinen Geburtstag fangen. Das tut mir natürlich sehr leid für dich, Bro. Dafür feiern wir heute noch richtig schön und die Tage geht es nochmal weiter und dann fangen wir nochmal was Schönes. Leute, lasst ein Abo da, kommentiert noch, liked noch und wir sehen uns die Tage wieder. Haut rein.